Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Portal. Und wir sind ja immer noch hier auf der Flucht aus dem Enrichment Center. Und ja, ich habe jetzt noch keine so richtige Ahnung, wo wir jetzt hier eigentlich sind. Auf jeden Fall irgendwo hier in einem stillgelegten, ja, Teil des Gebäudes, dieser riesigen Einrichtung. Und ja, man muss sich eigentlich überhaupt mal erstmal vorstellen, wie gewaltig das hier sein muss. Ich meine, allein schon erstmal wegen der Testkammer und dann jetzt auch noch hier diese ganzen einzelnen Gänge und natürlich hier die ganzen Stützbalken und so weiter und erstmal, wie weit hoch es anscheinend geht. Also man kann ja nicht mal überhaupt sehen, wo die Decke ist. Das muss ja wirklich gewaltig sein und genauso hier andersrum. Naja gut, da kann man schon den Boden erkennen, aber nichtsdestotrotz, naja, man will sich echt nicht vorstellen, wie gewaltig das hier wirklich sein muss. Okay, ich schätze mal, ich muss hier irgendwie wieder auf die Treppen rauf. Naja, das könnten wir vielleicht hinbekommen. Aber zuallererst einmal gehe ich lieber hier durch. Okay, hier kann ich die Tür öffnen. Okay, Gefahr. Ja, gut, mit Gefahr kennen wir uns jetzt zum Glück ein klein wenig aus. Dollar-Cents Black Mesa. Was ist Black Mesa? 2,59% auf all DoD-Contracts. 10 billion in federal dollars annually, 12% from full open competition, 88% from no bids or excluded suspects. Okay. Interessant. Okay, von hier aus können wir eigentlich auch sogar ein bisschen hier den Komplex beobachten. Und da ist auch schon jetzt hier gleich wieder so ein Feld und... Oh, ich würde mal sagen, willkommen zum Finale, Freunde. Wir haben es tatsächlich erreicht. Ich hatte jetzt eigentlich mich schon die ganze Zeit so gefragt, wie lange würde dieses Let's Play wohl noch gehen? Und Tatsache, es hat nur 5 Parts gedauert anscheinend. Denn das ist der finale Boss. Herzlichen Glückwunsch, war es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien Sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Gute Frage. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn sie das berühren, wird ihr Leben nur noch schlimmer. Ah, das glaube ich eher nicht. Denn ich würde mal sagen, das ist etwas Wichtiges von dir. Einmischen, aber sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Wieso? Ich lasse es doch schon liegen. Weiß nicht, was du hast. Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit ihnen? Also, jetzt mal im Ernst. Ja, jetzt mal im Ernst. Ich habe jetzt erstmal vor, hier ein wenig aufzuräumen. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Okay, es klappt schon mal ganz gut. Wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Nein, ich kümmere mich mal selber darum. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Das glaube ich eher nicht. Was ich eigentlich eher vorhabe, ist, es einfach mal abzufackeln. Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Ja, ich sage doch, leck mich am Arsch. Hab ich Sie belogen? In diesem Zimmer? Ernsthaft, lassen Sie es liegen. Nein. Was bist du eigentlich überhaupt für ein Ding? Ja, das könnte ich eigentlich ja ganz einfach erklären. Das ist GLaDOS. Das verrückte Ding kommt in keinem Testprotokoll vor. Eine KI, die einfach mal jetzt dazu da war, die gesamte Anlage des Enrichment Centers zu steuern, einschließlich ja natürlich der Tests, die wir machen müssen. Und ja, sie versucht sich jetzt natürlich hier ein bisschen zu wehren, weil sie ja genau weiß, wenn wir dieses Teil jetzt hier gleich abfackeln werden. Denken Sie nach, wenn das Ding wichtig ist, warum weiß ich nichts davon? Das weiß ich doch nicht. Sie machen Witze. Nein? Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen. Ganz genau. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh. Wow, wow.
Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Oh, das war schlecht. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Ja, mal sehen. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und Ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Nein, ich würde mal sagen, das bessere Mittel ist es, wenn ich das Geschütz auf dich lege. Ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Krog-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Nee, das war die falsche Richtung. Ich muss ja genau auf die Kerne zielen mit der Anlage. Hab ich Ihnen je getan? Du hast versucht, mich zu töten. Was sonst? So, da haben wir es. So, jetzt machen wir mal richtig ernst. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Oh Mann, schon ein witziges Kerlchen, der Kleine da vorne. Es ist irgendwie schade darum, dass ich ihn abfackeln muss und ich habe leider nicht viel Zeit, bevor das Neurotoxin jetzt hier... Konversation und viel mehr Gewalt. Oh, scheiße, na toll. Da ging es ja voll daneben. Aber ich sollte mich trotzdem beeilen, bevor das Neurotoxin jetzt hier wirklich die Wirkung zeigt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie war das? So. Sagten Sie etwas? Nein, ich sagte nichts. Gut, wie du meinst. Dann reden wir nicht mehr miteinander. Ich habe eh zu arbeiten, also sparen wir uns einfach mal den Smalltalk. Ey, Mann, jetzt komm schon! Es gibt's doch nicht. Das Ding will einfach nicht in die Anlage rein. So, jetzt noch einmal. Echt? Was soll mit meinen Beinen sein? Stimmt was damit nicht? Ich weiß, ich habe irgendwie komische Schuhe an, das weiß ich, aber... Sonst ist da nichts Ungewöhnliches an den Beinen. So, jetzt aber. Abfackeln! Sie glauben mir zu schaden. 2 plus 2 ist... 10. Mir geht's bestens. So. Sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie nur tun. Tja, einen Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich's noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schnell in ihren Kopf legen. Das will ich auch nicht. Betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party ihren Freunden. Ich habe Ihren Freund, den Begleiter Kubus, eingeladen. Nur konnte er nicht kommen, weil Sie ihn getötet haben. Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil Sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in Ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Hm. Okay, der Typ hier macht anscheinend seine Zutaten für den Kuchen fertig, oder was? Das ist ja krass. Ich weiß es, aber sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Also spare ich mir. Oh nee, das ist doch nicht wahr, oder? Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es nur geht. Scheiße, nur noch 2 Minuten? Das kann doch nicht wahr sein. Verbrannt haben ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Krog-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie hält. Naja, sie fängt ja jetzt schon wieder mit voll allem von vorne an. Anscheinend. Okay, 1,5 Minuten noch. Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Nimm. Uns unterscheidet, dass ich Schmerz.
Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Scherz. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Sie dagegen werden seine So, geschafft. So, da oben ist er. Okay, da muss ich irgendwie ran. Sie. Tja. Wieso nicht? Denkst du etwa, ich kann keinen Kuchen backen, oder was? Zu verschwenden. Worum geht's Ihnen denn? Okay, warte mal, ich muss ein bisschen deutlicher springen. Schaden zufügen. Ich habe Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen... So, jetzt hab ich's. Sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, Sie mal. Oh Mann, 20 Sekunden nur noch. Sensei, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben, und hier auch... Sie sind nicht klug. Sie sind kein so, schnell Beeilung. Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Oh, verdammt. Draußen ist nichts mehr so, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen. Halt den Mund. Und selbst ich weiß nicht genau, was draußen los ist. Ich weiß nicht, dass nur noch ich zwischen uns und denen stehe. Oder stand. Wenn Sie nicht ganz schnell einen ganz großen Supercomputer bauen können, ist das hier nicht mehr möglich. Ach du Scheiße. Was habe ich da bloß gemacht? Ich habe GLaDOS getötet. Und das sogar noch in der allerletzten Sekunde geschafft, also... Das nenne ich mal spannend. Hätte jetzt echt nicht gedacht, dass ich das noch hinkriege, aber das lief ja gar nicht mal so schlecht. Und jetzt? Oh. Thank you for assuming the party air current submission position. Hä? Okay. Wir haben irgendwie das Bewusstsein verloren und irgendwas Mechanisches hat uns jetzt weggezerrt. Und nu? Erstmal hier nochmal so richtig schöner Rundgang hier durch den gesamten Schächtekomplex oder was? Ja, auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel geschafft und das nur nach 5 Parts. Ja, irgendwie ein bisschen schade drum, dass jetzt der letzte Part hier jetzt so kurz wird. Irgendwie ein bisschen traurig drum. Aber immerhin, er war doch keine Lüge. Nanu, die Lichter gehen überall an. Und die Kerze ist aus. Und jetzt zum krönenden Abschluss ein wenig Musik. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive.
Ja, ist gut, wir haben's kapiert. Du lebst also noch. Aber das ist mir egal. Hauptsache, ich habe meinen Kuchen. Jawohl, Freunde, das war also tatsächlich Let's Play Portal. Hat wirklich nicht allzu lange gedauert. Das hatte ich ja schon die ganze Zeit ja befürchtet, dass dieses Spiel ja sehr, sehr schnell zu Ende sein wird. Ja, und tatsächlich, wir haben nur 5 Parts geschafft. Aber ich würde mal sagen, das ist nicht allzu schlimm, denn das ist noch nicht so ganz das Ende. Denn es gibt ja eine Fortsetzung dazu, Portal 2, die ich ja sogar auch tatsächlich auch gerne noch im Anschluss hier Let's Playen würde. Also ich würde tatsächlich sogar sämtliche Portal-Spiele, die es jetzt eigentlich ja gibt, eigentlich ja hintereinander Let's Playen, also Portal 2 dann hintereinander, dann auch noch zusätzlich ja die kleine Erweiterung namens Portal Story Smell. Dann gäbe es ja eigentlich sogar auch noch Portal Stories Prelude. Oder nee, nur Portal Prelude hieß es ja. Aber, naja, ich glaube, das wird leider nichts, weil aus irgendeinem Grund schaffe ich es einfach nicht, das auf meinem Rechner zu laufen zu kriegen. Falls es doch irgendwann mal anders sein sollte, wird es eben nachgereicht. Aber auf jeden Fall, ja, würde ich ja sagen, ja, mit Portal 2 geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich genieße jetzt erstmal hier meinen Kuchen, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage an dieser Stelle hier Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!